Die ideale Definition sozialer Arbeit in der Gesellschaft ist durchaus schwierig, weil sie ja eigentlich eine Notstandslösung auch beinhaltet, wobei in einer modernen industriellen Gesellschaft soziale Arbeit nicht wegzudenken ist und soziale Arbeit in dem Bereich für alle Menschen möglichst breit Teilhabefähigkeit und Teilhabesicherung unterstützen soll und das nach eigenen Kriterien. Eigene Kriterien dahingehend, dass sie fachlich, inhaltlich selbst zuständig ist für ihre Auftragslage, dass sie sich auch quasi mit ihrem Zugang zu sozialen Problemlagen in der Öffentlichkeit äußern kann, durchsetzen kann, was auch heißt, dass sie auf ihre spezifischen, qualitativen Erkenntniswege zurückgreifen kann und sich nicht in neue Rahmenvorgaben eingießen muss, die durchaus fachfremde Überformungen betreiben. Insgesamt sollte soziale Arbeit für alle Lebensbereiche und alle Lebensalter ein Angebot sein, das Menschen dabei unterstützt, in Überforderungssituationen, in Situationen, wo sie ihr Leben oder ihr Leben in Gruppen nicht mehr gut und ausreichend bewältigen können, die notwendige Unterstützung bekommen und dass das ein Normalfall ist, dass man diese Hilfe auch annehmen kann, weil in einer modernen, komplexen Gesellschaft das zu einem notwendigen Faktor geworden ist. Aktuell erleben wir in der sozialen Arbeit in den letzten, sagen wir mal, 10, 15 Jahren einen Prozess, den wir unter Ökonomisierung zu fassen haben. Das heißt, dass viele Bereiche der sozialen Arbeit in einer Art und Weise beeinflusst werden, dass ihre eigene fachliche Meinung nicht mehr in erster Linie die Ausgestaltung ihrer Interventionsformen bestimmt. Es geht mehr um Effizienz, es geht mehr um standardisierte Messbarmachung, es geht mehr um Erfolgskriterien, die aus einer, würde man sagen, marktwirtschaftlich entpolitisierten Form vorgegeben werden. Es geht weniger um eine selbstbestimmte, klare, auch sehr problembewusste und problemanalytisch-kritisch emanzipative Zugangsweise. Und insofern muss man sagen, dass die soziale Arbeit aktuell schon massiven Veränderungen unterworfen ist, Stichwort Kundinnenorientierung, Stichwort Dienstleistungsförmigkeit. Das heißt, sie muss sich mehr oder weniger nach der Decke einer ökonomisch inspirierten Effizienzstruktur strecken. Da gibt es sicherlich ganz viele zu nennen. Ich versuche mal ein paar zu finden. Eines davon ist, würde ich mal sagen, eine Politik, die nicht mehr auf klare gesellschaftspolitische Willenserklärungen aus ist, sondern die versucht, das politische Geschäft wie ein betriebswirtschaftliches System zu führen. Das versucht vor allem auf Kostendämpfung und Kostenoptimierung auszusein und dementsprechend auch in Sachen Soziales und Bildung nicht mehr die Problemlage oder die Wünsche einer mehrheitsfähigen gesellschaftlichen Notwendigkeit im Vordergrund sieht, sondern etwas, was sie budgetär durchbringen kann, was sie kurzfristig rechnet und nicht etwas, was sich vielleicht mittel- und langfristig sinnvoll für die Gesellschaft rechnen würde. Ja, am besten, indem wir das alle gemeinsam angehen und indem wir gemeinsam in einem solidarischen Bewusstsein uns klar werden, dass diese Probleme im Generationenverhältnis, in der Situation von Einzelnen und Gruppen uns alle angehen und dass wir alle dafür Sorge tragen, dass das